Keine Ahnung, was da wirklich dahinter steckte, was da die Politiker unter Zwang hält. Servus und hallo bei Not Another Dope Show. Kurze Unterbrechung. Danke. Servus und hallo bei Not Another Dope Show. Ich weiß jetzt nicht genau, wie du dich da aussprichst mit deinem Account. Joshua Base oder Yo 24 Hua Base? Nein, ich habe noch keine synthetischen Cannabinoide erwischt. Ich nutze Cannabis medizinisch. Das bedeutet, ich hole es mal aus der Apotheke. Und da sind die Cannabinoide alle ganz sicher nicht synthetisch. Ich glaube, ich würde auch richtig sauer reagieren, wenn ich bei jemandem, den ich kenne, Cannabis erwerben würde. Und das wäre dann kein Cannabis, sondern irgend so ein CBD-Weed aus der Schweiz, das dann übersprüht worden ist mit irgendeinem synthetischen Scheißdreck. Zumal das, was ich im Fernsehen gesehen habe, da, was Weiß da in seinem Video hat, das schaut auch nicht einmal richtig gut aus. Also das erkennt man auch noch, dass das kein Scheiß ist. Aber ich bin mir sicher, es gibt gutes Weed, das siehst du nicht mehr, dass das, was das ist. Und wenn die das dann auch noch da drüber sprühen, riskierst du dein Leben. Und wenn mir einer sowas verkauft, riskiert er auch seine Gesundheit zumindestens. Ja, das lasse ich mir nicht gefallen. Das ist mir dann auch scheißegal, ob derjenige körperlich mir überlegen ist oder nicht. Man sollte einen körperlich Unterlegenen nicht unterschätzen. Die sind viel gefährlicher. Die meisten reagieren darauf ja so, dass sie bloß richtig krass breit werden und es vielleicht sogar noch cool finden. Dann sind sie aber schuld, wenn sie das dann weiterhin konsumieren. Sorry, da sage ich dann nichts mehr dazu. Aber jemanden unterzujubeln, das ist same shit, als wenn du jemanden Heroin gibst und ihm erzählst, das wäre irgendwas anderes, weil du nur darauf aus bist, Kunden zu kriegen. Solche Typen sind keine Freunde. Wenn es da dann Anzeigen hagelt, würde es mir auch nicht wundern, wenn einer sagt, hey, du Drecksau, hast mir deinen Scheißdreck verkauft, ich gehe jetzt zur Polizei, ich out mich als Konsument, aber ich oute gleichzeitig dich als Dealer, du Drecksau. Und dann ist derjenige fertig. Die müssen aus dem Verkehr gezogen werden, solche Typen. Die braucht man nicht. Solche Typen braucht's nicht. Wenn du länger leben willst, Finger weg davon. Ich weiß schon, es ist gerade eine blöde Situation mit dem Corona. Man kommt nicht an sein Zeug ran, alles ist schwieriger. Ich weiß nicht, ob die Staatsmacht sich bewusst ist, dass viele Leute anfangen werden, jetzt anzubauen, wenn sie nicht mehr an ihr Gras kommen, wenn sie es nicht mehr kaufen können. Und Holland kommt jetzt auch noch auf die Idee, nö, wir machen jetzt für Touristen zu. Da gibt es jetzt nichts mehr in Amsterdam in die Coffeeshops. Was werden die Leute machen? Auf dem Schwarzmarkt ausweichen. Und wenn sie in Holland den Schwarzmarkt bekämpfen wie in anderen Ländern, dann ist das Risiko überall gleich hoch. Dann wird es auch überall geben. Mit keinem Verbot, mit nichts kannst du das untergraben. Es verbreitet sich von ganz alleine. Und keiner kann es aufhalten. Auch nicht der Lockdown, nichts. Auch nicht, dass sie diese Chats da wohl gefunden haben und jetzt wirklich ein paar große Fische abgegriffen haben. Aber das ist wie eine Hydra. Du schlagst deinen Kopf ab. Andere Neider, die schon darauf gewartet haben, den Platz einnehmen zu können, nehmen den sofort ein.
Du kannst es nur mit der Legalisierung hinkriegen, nur mit nichts anderem. Ich keine Ahnung, was da wirklich dahinter steckte, was da die Politiker unter Zwang hält. Ich verstehe es nicht da. Es sind nur noch AfD und Union. Nur noch die zwei. Und besonders die CSU. Die müssen in irgendwas verstrickt sein, Herr. Geschäftemäßig natürlich, kohlemäßig, da muss Geld geflossen sein. Weil man erzählt nicht so einen hanebüchenen Blödsinn und den Hahn herbeigezogenen Scheißdreck mitten im Bundestag, wo jeder das hören kann, vor laufender Kamera. So einen Blödsinn, wenn man nicht was dafür kriegt. Wenn man da nichts für sein eigenes Leben fett was rausziehen kann. Das muss Gründe haben. Das macht man nicht einfach so. Die CDU ruiniert den Ruf ihrer eigenen Partei, wenn sie weiterhin diese Haltung gegenüber Cannabis einnimmt. Weil das, was sie da erzählen, lässt sich alles komplett ganz einfach widerlegen oder zumindest in der Opposition so darstellen, dass doch wieder die Legalisierung das Einzige ist, was uns da helfen könnte. Indem es richtig legalisiert. Man muss halt das regulieren, nicht bloß legalisieren, einfach sagen, ah, hier frei, wie, weiß ich nicht, wie Gummibärchen, sondern man muss das schon regulieren. Minimum wie Alkohol, aber noch besser so regulieren, dass halt für Jugendliche nicht mehr erstrebenswert wird, das zu wollen. Weil die ganze Debatte darum, ja, macht sie doch erst einmal neugierig. Wenn irgendjemand sagt, ja, wenn wir den Markt legalisieren, ja, und die für Erwachsene das freigeben, dass Erwachsene sich das holen können, dann würden Kriminelle mehr auf Jugendliche abzielen. Ich sage immer was, wenn es legal erhältlich ist, ja, dann ist das Zeug, was die Kriminellen haben, unerwünscht, das will keiner mehr, weil es nur noch Dreck ist. Die wenigsten haben wirklich richtig gutes Material und wenn es richtig gutes Material ist, dann kommt das meistens nicht von irgendwelchen Kriminellen, sondern dann kommt es von Kumpels, die man kennt, die selber anbauen oder man baut selber an oder aus der Apotheke natürlich, also aus dem legalen Markt. Und nicht mal in den Coffeeshops kriegst du immer 1A Ware. Da musst du auch ganz genau hinschauen. Da wird da auch oft der Dreck untergejubelt. Nicht oft, manchmal. Ne? Die kaufen es doch auch auf dem Schwarzmarkt ein. Deswegen rudern es da ja auch um und überlegen um, weil sich vieles verändert. Ne? Deutschland wird halt überschwemmt von diesem albanischen Weed, was sehr günstig zu haben ist und was halt geschmuggelt wird, weil es halt aus Ländern kommt, wo die Leute keine andere Chance haben, außer damit Geld zu verdienen. Man verdient damit einen Haufen Kohle, weil die Preise bei uns so exorbitant hoch sind. Alter, 15 € für ein Gramm. Egal was, ist viel zu viel. Dieses Gramm ist höchstens für ein oder zwei Konsumeinheiten gut. Egal was, Haschisch oder Gras. Was anders ist bei Konzentraten, die halt so Creme, dann la Creme, das aber auch nur Leute dann konsumieren, die es halt wirklich schon längere Zeit haben, weil die es überhaupt zu schätzen wissen, was sie da konsumieren. Ja. Aber dieses Standardzeug. Sagen wir mal, wirklich, irgendwer würde auf die Idee kommen, ja, dann verkaufe ich es halt nur noch an Jugendliche. Da muss man halt dieses Gesetz dementsprechend anpassen, dass wer es an Jugendliche verkauft, auch dementsprechend Hardcore-Strafe kriegt. Das heißt, für den Erwachsenen das komplett erleichtern, dass es legal haben kann, besitzen kann, konsumieren kann, mit sich tragen, erwerben, Handel treiben, bla bla bla. Und für Jugendliche das Ganze aber so verboten wird, dass wenn es einer einen Jugendlichen abgibt, derjenige Hardcore-Strafe kriegt, während der Jugendliche dem gar nichts passiert, wenn er das Maul aufmacht. Wenn der sagt, ja, ich hab's und dem, gibt es zu, dann bist du dem nichts. Dann würde er es zugeben. Weil alle Jugendlichen, die ihr großes Maul erstmal haben, wenn sobald sie bei der Polizei sitzen, einscheißen, in die Hosen bisseln und das Maul aufmachen. Ich habe genug mit den Leuten Erfahrung gemacht. Heute sind es alle erwachsen. Aber als sie noch junge Leute waren und Jugendliche waren, da waren die halt so. Und die heutigen sind auch nicht anders.
Das ändert sich alles, nichts ändert sich. Die haben eine große Klappe, wenn sie bei der Polizei sitzen und sehen, dass ihre Zukunft gleich verbaut wird, dann machen sie das Maul auf. In der Hoffnung, ihren eigenen Arsch zu retten, obwohl gar nichts passieren würde, außer vielleicht der Drogenberatungsstunde. So ist es leider. Die Angst macht das. Und die Polizei weiß, dass die Angst das macht. Und wird man das jetzt für den Erwachsenen legal haben und für den Jugendlichen verboten haben oder das Handhaben wie mit dem Alkohol, wenn der Heranwachsender ist, darf er mit den Eltern zu Hause in den eigenen vier Wänden, ja, aber nicht draußen, und er darf es auch noch nicht kaufen und nichts, dann würde man auch einen Umgang damit lernen. Und das ist ja das Wichtige. Wenn du einen Umgang damit gelernt hast, dann verlotterst du nicht, dann wirst du auch dein Leben ganz normal im Griff haben und du würdest auch nicht schon als Jugendlicher anfangen. Wenn du weißt, du darfst als Erwachsener, dann interessiert es dich gar nicht mehr. Oder wie viele verkaufen Pornografie an Jugendliche draußen auf der Straße? Sie dürfen sie ab 18 haben. Ach, ja gut, ist ja kein Problem mit YouPorn. Heutzutage können sie es überall haben. Aber früher war es halt so. Als ich noch ein Jugendlicher war, war Pornografie für Jugendliche absolut verboten. Ein Erwachsener, der seinen Jugendlichen irgendwie heranbringt, der hat richtig Hardcore-Strafe zu fürchten gehabt. Ja. Und das Gleiche ist mit Glücksspiel. Ja. Mit dem Zocken ist es was anderes, also die Konsolenspielerei. Ja. Aber für gegen Geld spielen, wie viele Jugendliche machen sowas? Ja, ganz wenige. Thema Konsolenspiele zum Beispiel. Bei jedem Spiel wird vorher eine Warnung gezeigt gegen epileptische Anfälle. Ich meine, das ist ein richtig hoher Prozentsatz von allen Jugendlichen, die das betrifft. Wenn die ein Spiel spielen, können sie einen epileptischen Anfall kriegen. Aber sind Videospiele verboten? Oder nur für Erwachsene? Nee, sind sie nicht. Also, naja, wie dem auch sei, das war's für heute. Peace out, Leute.